Also wirklich kein Kinderspiel, ne? Das sollte ich vielleicht irgendwo festhalten, dass dieses Material ist nicht für Kinder geeignet. Nominus. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Alice Madness Returns. Ein sehr schönes Spiel, habe ich mir sagen lassen. Von 2011. Habe ich schon ewig auf dem Rechner, aber nie angezockt. Darum, ohne weitere Umschweife, starten wir das Gute mal. Freut mich schon mal, dass ihr dabei seid. Und ja, jetzt gucken wir mal. Neues Spiel. Los. Achso. Schwierigkeitsgrad. Ja, leicht ist wahrscheinlich zu leicht. Schwer ist wahrscheinlich zu schwer. Albtraum wahrscheinlich auch. Also, ich würde sagen, wir spielen normal. Falls normal zu leicht ist, starte ich das Spiel nochmal neu und spiele dann auf schwer. Okay? So, der Gamma-Wert ist ja halt immer ein bisschen blöd. Bei YouTube ist es ja gleich sehr dunkel immer. Ich würde sagen, ich mache es etwas heller, als ich es gewohnt bin. So. Invertieren. Mache ich mal aus. Ach, das ist wegen dem... ja, ja, ich verstehe schon. Umgucken und so. Ja, jetzt wird wahrscheinlich mit einer Cutscene starten. Hör ich mal auf zu labern. Ja, genau. Falls euch das Spiel gefällt, lasst ruhig ein Like da. Schreibt einen Kommentar, damit ich weiß, dass ich das weitermachen soll, weil ich muss ja immer ein bisschen Feedback erbieten. Ja. Jetzt geht's los. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Feuer. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Alter. Nein, wehr dich nicht. Schwarz, verderben. Es bringt mich um. Das Wunderland ist zerstört. Mein Verstand eine Ruine. Vergiss es. Verdränge diesen Traum. Erwache. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also... Vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte... Die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu.
Sie sind weg. Tja, das fängt ja schon mal gut an, das Spiel hier. Charlie und die Schokoladenfabrik oder... Oh, das sind weitere Kinder, ne? Was ist denn? Alter, wo ist die Tür? Eure Gesichter, ey. Wie der reinguckt. Ich bin der wütende Junge. Ja, auf jeden Fall. Alice hat ganz schön Probleme anscheinend. Ihr Wunderland liegt in Trümmern. Irgendwas ist passiert. Bah, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Trag, Liebestöter. Okay. Muss gar nicht viel kommentieren anscheinend. Macht sie das selber. Ah, was kann man da machen? X, was war X nochmal? Ich habe hier einen anderen Controller. Ach, die Bilder kann man angucken. Okay. Aha. Sonst nix? Irgendwas? Ein Kommentar oder so? Ne? Nicht. Ja, also... Genau. Alice' Welt liegt in Trümmern. Vergeudest wieder Doktorzeit? Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Tja. Die Kinder sind ganz schön fies, ja? Ego-Kamera. Ah, okay, man kann auch aus ihrer Sicht... Ich hasse Puppen. In Spielen. Doktor, nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Da, toter Fisch. Ich bin doch schon in der Ego-Kamera. Jo, Alter, ey. So verschreckend. Ja, was kann man jetzt machen? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Hier war ich doch schon, oder? Ah ja, hier habe ich die Bilder angeguckt. Familie wieder um die Ecke gebracht? Die Rettung versaut? Sie sind im Feuer umgekommen, ich nicht. Dämlicher Dodo. Du bist echt nicht mehr ganz dicht. Eine richtige Irre. Ich würde dir jetzt gern schlagen, ne? Die Kinder. Guck mal. Oh, bist du hässlich. Das liegt jetzt nicht an der Grafik. Die sind hässlich. Auch ganz ein sehr, sehr schöner Grafikstil, finde ich, für das Ganze gewählt. X. Aha. Nichts, was man irgendwie mitnehmen kann oder so? Hier wieder. Ja, komm, man sieht es ja fast nie. Ja, scheint nicht so wichtig zu sein. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Ja, danke schön. Learn your keep. Was heißt keep? Learn your keep. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Ja, ja, so Sachen anzugucken, wenn sie nichts dazu sagt, ist irgendwie dann nicht so toll. So, werde ich das wohl hauptsächlich ignorieren in Zukunft. Ich würde da gerne mal irgendwas finden, irgendwas, was ich mitnehmen kann oder so. Ja, so wie man das erkennt von solchen Spielen. Liebling, so gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Ja, ja, komm. Hat ihre Familie gekillt. Wer später, in einem anderen Traum, vielleicht. Alter, die Kinder sind echt schlimm. So. Jetzt sind wir schon mal draußen auf der Straße. Alter, wir sollen ja die Pillen besorgen. Ein ziemlich offenes Mädchen sein. Offen ist nicht das richtige Wort. Hat mir richtig Angst gemacht. Hat noch nie so ein biegsames Ding gesehen. Erzähl ruhig weiter. Wie habt ihr es gemacht? Von hinten, von vorne, seitlich, vor allem seitlich. Oh je. Ja, und schon ist es aber 18 hier. Wie wär's mit Pocorini, Fräulein? Oder lieber Paganini? Kann ich dem irgendwie was geben hier? So ein Geldstück oder so? Der spielt wunderschön. Da war eine Katze. Wo ist die Katze? Alice und die Katze ist ganz wichtig, glaube ich. Schon gesehen, was der Käse gerade kostet? Alter, wie die Leute aussehen. Guck mal die Nase an. Guck mal, das ist nur Nase. Nase auf Bein. Hast wohl schlechte Witze gekommen. Ich kann mir gar nicht. Riechen mir ein bisschen zu lebhaft. Ach, da ist die Katze. Kätzchen? Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Die ist aber nicht so fett wie die man kennt. Die Alice-Katze. Alter, was wird da? Wird da jemand geschlagen? Da
Das wird dir eine Lehre sein. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchen. Ja, ja, komm. So, Kätzchen, komm. Kätzchen. Ja, gut. Wo ist diese Katze jetzt hin? Da ist sie nicht. Hier ist das nur so ein Schädeldings. Wo wird man schwindelig von dem drin? Was da im Hintergrund auch alles passiert, ist richtig gut. Du hast doch einen richtigen Job. Kein Windeln wechseln. Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest wen glücklich machen. Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Sie wirken wie ein anspruchsvoller Herr. Okay, dann verpiss dich doch. Kannst es dir eh nicht leisten. Alter. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe, mich unterbricht einfach. Unterbrich mich nicht. Also wirklich kein Kinderspiel, ne? Das sollte ich vielleicht irgendwo festhalten, dass dieses Material ist nicht für Kinder geeignet. Alter. Alter. Heiliger Bin. Die Nase. Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless. Welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Ja, das ist eine gute Freundin. So eine richtig gute Freundin, ne? Mal gucken, wie lange nehmen wir schon auf. Ah, 13 Minuten, gut. Können wir noch 7 Minuten aufnehmen? Ich habe nämlich vergessen, meinen Timer zu stellen. Tut mir leid, Leute. Alle Tauben verscheuchen. Ratten der Lüfte. Geht. Ich will meinen Hasen. Oder meine Katze. Katze? LT. Left Trigger, ne? Ja, toll. Ah, da kann man so ein Panorama sehen. Ey, cool, ne? Da hinten Big Ben. Glaube ich halt zumindest, oder was das sein soll. Nee, da kann ja nicht Big Ben sein, ne? Wo spielt eine Alice im Wunderland? In welchem... ist das fiktional? Oder spielt es irgendwo in einer wirklichen Stadt, ne? Also, sieht halt aus wie das industrielle England. Darum sage ich mal, das Schwester ist Big Ben. Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir gerade die Kehle befeuchten.
hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie studiert? Schmutz! Leute, ist echt krass gerade, was da so abgeht. Ja, aber zumindest haben wir jetzt mal farbige Klamotten an. Bisschen blutig zwar, aber... ja, besser als in der realen Welt, würde ich sagen. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Jo, Leute. Die Grinsekatze ist am Start. Ja, wir sind jetzt im Wunderland. Aber ich würde sagen... das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Boah, man ist voll beweglich hier, ne? Kann voll rumhüpfen und so. Das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Hab mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen. Schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Alice. Madness Returns.